Hey, willkommen zu Episode 8 von Du fragst, ich antworte, wo wir wieder mal Fragen aus den Kommentaren unter meiner Videos rausnehmen und sie als Fragen beantworten. Wenn du willst, dass mal eine von deinen Fragen hier im Video beantwortet wird, dann schreib sie immer unter das neueste Video des Kanals mit dem Hashtag FAQ und dann suchen wir das Ganze raus. Und wenn die Frage gut ist, dann kommt sie auch mal in einem der Videos vor. Okay, fangen wir doch direkt mal an mit Frage 1. Bad the Man fragt, ab welchem Alter könnte man frühestens mit Pickup beginnen? Okay, also die Frage kriege ich oft gestellt und ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, weil entweder klingt die so, hey Matteo, ich bin 16, ich stehe auf Frauen und ich weiß nicht, kann ich die überhaupt schon ansprechen oder bin ich zu jung dafür? Also, oder gibt andere wiederum, die dann sagen, Matteo, ich bin 45, kann ich noch Frauen ansprechen? So, und ich denke mir jedes Mal, das hat überhaupt nichts damit zu tun, wie alt du bist. Das hat was damit zu tun, was du willst. Ja? Willst du Frauen in deinem Leben haben? Willst du eine Freundin haben? Willst du die Frauen, die dich wirklich interessieren haben? Oder bist du vielleicht einfach nur ein Typ, ja, der in München wohnt oder so, ne? Da kommst du aus der Haustür raus, siehst da einen Haufen schöne Frauen, die dir gefallen und denkst dir einfach nur, fuck, ich krieg's nicht auf die Reihe. So, das ist doch eigentlich die Situation, um die es geht. Und wenn du selber sagst, du würdest das gerne können, dann sprich Frauen an. Ja? Macht überhaupt keinen Unterschied, ob du jetzt 16 bist und auf Frauen zugehst, die dich interessieren, oder ob du jetzt 45 bist und auf Frauen zugehst, die dich interessieren. Mach nur nicht das, was die meisten Typen machen, nämlich die sind an Frauen interessiert, gucken denen blöd hinterher, machen gar nichts, lernen die auch gar nicht kennen. Ja? Wenn du keinen Bock hast auf die Mädels in deinem Freundeskreis, weil die nichts taugen, weil die nicht zu dir passen, weil die nicht so aussehen, wie du das gerne möchtest oder was auch immer, ja, dann musst du halt dafür sorgen, dass du andere Frauen kennenlernst. Und was ist nun mal der einzige Weg oder der einfachste Weg, normale Frauen kennenzulernen, ohne dass du online gehen musst und dich mit einem Haufen Totalpannen auseinandersetzen musst? Ja, indem du eben auf die Frauen zugehst, die dich wirklich interessieren. Also ist keine altersgebundene Sache, es hat was damit zu tun, ob du es willst. Und ganz ehrlich, diese typische Frage mit, bin ich zu jung, bin ich zu alt dafür, das ist nichts anderes als eine blöde Ausrede. Ja, das ist, als würde jemand fragen, Matteo, bin ich zu jung oder bin ich zu alt, um Geld zu verdienen? Hey, wenn du finanziell unabhängig sein willst, dann musst du dich drum kümmern. wenn du unabhängig sein willst davon, wenn du einfach Auswahl haben willst bei Frauen, dann musst du dich drum kümmern. Das hat nichts damit zu tun, ob du, wie gesagt, ob du 16 bist, 17 bist, 18 bist, 20 bist, 30 bist. Scheißegal. Einfach die Frauen ansprechen, die dich interessieren. Hm? Okay. Minato Nami Case oder Kase fragt, wie spricht man im Sommer Frauen am Strand oder See an? Ich frage mich, wie man dem seinen Namen ausspricht. Okay. Ja, wie spricht man Frauen am See oder am Strand an? Also grundsätzlich, indem du kein großes Ding draus machst und dich beispielsweise einfach neben die setzt oder neben die legst. Ja? Also die liegen ja oftmals einfach nur da mit einem Handtuch. Ja? Und dann legst du dich halt einfach nur kurz daneben und sagst, hi, wer bist du? Wird jetzt nicht jede mega geil drauf reagieren, aber das wird sie sowieso nicht, egal was du machst. Ja, ob du dich jetzt da daneben stellst und dann da wie so ein stehender Typ auf die runterguckst und sagst so, hey, Entschuldigung, ich habe dich jetzt gerade gesehen, dann wollte ich dich ansprechen. Das kommt total doof, weil ihr einfach so ein komisches Ungleichgewicht in eurer Haltung habt und dich einfach nur so neben die zu hocken, das geht auch, aber da musst du dann halt zumindest mal so nach einer halben Minute, nach einer Minute, wenn du es merkst, es läuft, musst du dich auf deinen Arsch setzen, damit du nicht da unbequem in dieser Hocke sitzt und das irgendwie so schräg rüberkommt, sondern was ich eigentlich immer gemacht habe, ist, wenn mir eine gefallen hat, ich bin einfach hinmarschiert, habe mich daneben gelegt und gesagt, hi, wer bist du? Ja, einfach mal mit dem positiven Grundgefühl daran gehen, dass sie dich sowieso cool finden wird, dass sie eh mit dir reden will und dass das eh ein geiles Gespräch wird. So, das Coole ist, wenn du so bist, wenn du so ankommst und dich irgendwie daneben stellst, wie das die meisten Typen machen, so ganz schüchtern und zurückhaltend, so, hey, guck mal kurz, ja, bist du am Schlafen, hörst du Musik? Ne? Ja, und dann guckt die dich an. Hm? So, dann schickt die dich auch gleich weg, weil dann ist es nur so eine Kleinigkeit, dich wegzuschicken. Bist du jetzt so selbstbewusst, legst dich einfach neben dran und sagst, hi, dann ist es oftmals so, dass die Frau sich das zweimal überlegt, weil sie sich denkt, vielleicht taugt der Typ ja was, der hat ja zumindest mal Eier. Und wenn die dann kein Interesse an dir hat, dann sagt die halt auch wieder nur, ja du, ich würde jetzt einfach gerne mein Buch weiterlesen oder ich würde jetzt hier gerne weiter chillen, ich würde mich gerne weiter sonnen oder sonst irgendwas. Und dann sagst du einfach nur, alles gut, einen schönen Tag noch, ciao. Und dann gehst du zur nächsten, die dich interessiert. Ja? Also das ist eigentlich das Einfachste. Selbstverständlichkeit, davon ausgehen, dass es sowieso funktionieren wird, dazulegen, bam, läuft. Ne? Und wenn die irgendwo sitzen, dazusetzen, was viele auch machen, super billiger Move, funktioniert aber super, hol den Ball, gehst du zu denen hin, hey, wir wollten gerade Volleyball spielen, wollt ihr mitspielen? Ja? Und dann musst du halt nur nicht einfach nur mit denen spielen und am Ende dich wieder verpissen, sondern guckst du mal, ob sich zwischendrin irgendwas ergibt, ne? Dass du mal irgendwo ein Gespräch anfangen kannst oder mal gemeinsam was zu trinken holen geht und dann unterwegs holst du halt die ganzen Informationen, die du brauchst. Hast du einen Freund? Wie lange bist du hier? Ach, du bist nur ein paar Tage hier, dann kannst du ja nur eine Romanze mit uns beiden werden und so weiter. Ja? So funktioniert das Ganze. Der englische George Cat oder deutsche Georg Cut fragt, ohne Satzzeichen, angenommen auf einer Bank sitzen zwei Frauen und 4 Meter entfernt noch zwei. Ist das dann okay, wenn man zu den ersten zwei geht
Und wenn man abgelehnt wird und dann direkt zu den nächsten zwei, obwohl die Wahrscheinlichkeit besteht, dass die alles mitbekommen haben. Na klar, auf jeden Fall. Also da machen auch wieder so viele Typen ein Riesending draus, so auf die Art, jetzt wurde ich abgelehnt, jetzt kann ich nicht mehr hin, jetzt habe ich hier das Brandmal der Schande. Weißt du, und wenn ich das nächste Mal zu Frauen hingehe, so, dann werden die mich auch ablehnen, weil, oh, ja, und so weiter. Also ist total absurd. Schau mal, mein Lieber, die Sache ist die, wenn du zu zwei Frauen hingehst und hast sie angesprochen und jetzt sagen die vielleicht einfach sowas wie, oh, du, voll nett und so, aber ich habe einen Freund. Dann sagst du einfach nur, ja scheiße, da muss ich halt mein Glück woanders probieren. Ah, da sind ja auch zwei, die sind nett, ich gehe mal darüber. Dann gehst du denen rüber und dann sagst du einfach nur, ha, ich habe jetzt gerade schon die Mädels da drüben angesprochen, aber irgendwie hatten die keinen Bock oder hatten schon, oder waren schon vergeben, wenn ich will, der hat ja schon. Ne? Und dann gehst du halt einfach zu denen hin und sagst, ja, dann seid ihr mir aufgefallen, was läuft bei euch? Dann lachen die meistens erstmal schon mal, weil du so locker bist, weil du halt nicht so wie so ein Typ ankommst und sagst so, hey, ich habe jetzt gerade mit denen da drüben gesprochen, ich habe das bestimmt mitbekommen, aber jetzt spreche ich mit euch, das ist total behindert. Ja? Also sei nicht der Typ, der sich da so wie so ein Stock im Arsch zu denen rüberschleicht und dann noch dafür schämt, dass er das macht. Du bist ein Kerl, du hast jetzt gerade Bock, mit denen zu reden, du hast das Ganze auf die lockere Schulter genommen oder auf die leichte Schulter. Und dann gehst du zu den anderen beiden und sprichst mit denen. Ich habe das beispielsweise, gibt es auch auf YouTube ein Video, ich glaube, das heißt Mental vom richtigen Ort kommen, heißt das Video. Das ist eines meiner älteren Videos. Auf jeden Fall, da bin ich auch mit einem Klienten von mir durch die Gegend gelaufen und dann hat er zu mir gesagt, kannst du mir das kurz vormachen? Dann habe ich gesagt, komm mit. Dann haben wir uns zu zwei Mädels hingesetzt, haben die angesprochen, was ist gewesen. Ich weiß nicht mehr genau, siehst du in dem Video, wie das war. Dann hatten die entweder einen Freund oder hatten keinen Bock, ich bin nicht mehr ganz sicher. Dann habe ich gesagt, komm, wir gehen zur nächsten. Sind aufgestanden, sind zu zwei anderen gegangen und haben gesagt, wir gucken mal, ob die cool sind, zu den Mädels. Ne? Dann sind wir zu denen hin und haben gesagt, ey Mädels, wir haben gerade mit denen geredet, die waren nicht so cool. Was läuft bei euch? Haben uns dazugesetzt, genau wie ich es vorhin bei dem Video mit dem Strand auch schon erklärt habe, bei der Frage mit dem Strand. Was ist passiert? Die haben mit uns ein bisschen gescherzt, es hat alles ganz gut gelaufen. So, dann hatten die aber, glaube ich, irgendwie am Abend keine Zeit, wo wir die mitnehmen wollten zum Feiern. So, gut, dann hat es keinen Sinn gemacht, weil kannst ja nichts draus machen. Dann sind wir zu den Nächsten, die waren auch nur wieder 2 Meter weiter, haben uns da dazugesetzt und dann haben wir die Nummer geholt. Und ganz ehrlich, wenn das nicht funktioniert hätte, dann hätten wir uns einfach zu den Nächsten gesetzt. Da musst du einfach skrupellos sein. Ja? Du musst einfach der Typ sein, der sich da nicht so in die Hose scheißt davor. Es sind Frauen, meine Güte. Ja, wenn dich jetzt zwei doof finden, was ist denn dann? Ist dann dein Selbstwert zusammengebrochen oder was? Oder ist dann dein Selbstwertgefühl im Keller oder... Ist dann dein, kannst du dann nicht mehr mit Frauen reden, weil zwei dich scheiße gefunden haben. Also dann, dazu müsstest du ja so naiv sein, zu denken, dass jeder Mensch auf diesem ganzen verdammten Planeten dich mag. Das ist doch absurd, ja. Ich meine, guck mal, selbst der netteste Kerl geht wahrscheinlich durch die Gegend und hasst zumindest einen Menschen, weil er sich einfach nur denkt, das ist einfach ein Arschloch. So, und selbst wenn der ihm nichts getan hat, ja, es gibt immer irgendwelche Leute, mit denen kannst du nicht und es gibt Leute, die können nicht mit dir. Es ist total absurd, davon auszugehen, dass dich jeder mag. Bedeutet also, was ist so schlimm daran, wenn dich jetzt mal zwei nicht mögen? Ja, und selbst wenn du es verkackt hast, selbst wenn du was Dummes gesagt hast und du dir danach denkst, oh Mann, was habe ich da wieder gemacht? Ich hätte mich auch nicht akzeptiert, wenn ich so blöd dahergekommen wäre. Ja, was ist dann so schlimm? Stirbst du dann daran? Weißt du, verlierst du dann deinen linken Finger? Dann sagst du so, scheiße, jetzt habe ich nur noch 4 Finger, wie so ein Schreiner, der schlecht ist? Nee, es passiert ja nichts Schlimmes mit dir. Also, gehst du zu denen hin? Passt. Gehst du zur Nächsten? Passt. Und wenn es da auch nicht funktioniert, scheiß drauf. Zur Nächsten. Ja? Wenn du frei sein willst im Leben, dann darf es dir nicht so wichtig sein, was irgendwelche Leute von dir denken. Sondern dann muss dir wichtig sein, wo willst du hin? Worauf hast du Bock? Was willst du in deinem Leben haben? Und wenn das genau die Mädels sind, dann lass dich doch nicht davon abhalten, nur weil das irgendwer sieht. Ist doch scheißegal, ob das Bekannte, Fremde oder Leute sind, mit denen du gerade gesprochen hast oder Leute, die dich abgelehnt haben. Die können doch gar nichts. Die können einen Scheiß darüber entscheiden, wie du dich fühlst, wenn du das nicht willst. Ja? Und wenn du, mein Lieber, jetzt gerade denkst, ja stimmt, ich stelle mich ein bisschen zu dumm an in der Hinsicht, aber ich krieg's auch alleine nicht auf die Reihe, die Frauen mal anzusprechen, die ich wirklich kennenlernen will. Oder ich krieg auch alleine nicht auf die Reihe, bei den Frauen zu landen, die ich wirklich will. Dann klick doch mal hier oben auf dieses i, was wir hier einblenden. Dann kannst du dir mal das Video angucken, was ich da für dich gedreht habe. Und ich wette, das wird mit dir resonieren. Und wenn es das tut, dann trag dich da mal ein und sprechen wir mal drüber, wie wir dich auch ans Ziel bringen. Wärst nicht der erste Kerl, dem ich dabei helfe. Und ja, wenn du es wirklich willst, dann hol's dir. Ja? Unabhängig davon, ob du es mit mir gemeinsam oder alleine versuchst, ist doch völlig egal, Hauptsache du kommst ans Ziel. Ja? Wie gesagt, wenn du mal Hilfe brauchst, klick mal drauf. Bis zum nächsten Mal.